Die DPU ist ja eine sehr neue und junge Universität, aber auch sehr dynamisch. Und sie hat sich in der Wissenschaft einige Felder ausgesucht, die dazu sehr gut passen. Ein ganz typisches Feld ist die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz in ihrer Beziehung zur Medizin wird wirklich zu Umwälzungen in den nächsten Jahrzehnten führen. Und da wird die DPU dabei sein. Zum Beispiel Bildgebung oder Bildanalyse. Wenn Sie sich vorstellen, Röntgenbilder werden natürlich typischerweise von Ärztinnen oder Ärzten angeschaut, die dann versuchen, bestimmte Eigenschaften zu erkennen. Ist da ein Tumor, ist da ein Bruch oder Ähnliches? Und an der Stelle kann die künstliche Intelligenz zum Teil sehr viel Routinearbeit ersetzen. Und es entsteht aber natürlich die Frage, was ist dann hinterher der Zusammenhang zwischen dem, was Menschen machen und was die Maschine macht? Und da muss man jetzt aktiv in die Wissenschaft einsteigen und das hat die DPU gemacht. Die artifizielle Intelligenz wird in den nächsten Jahrzehnten in der Medizin sowohl benötigt als auch zu einer Umwälzung führen. Die Umwälzung wird sein, was machen Menschen, was kann der Computer machen. Wir werden das aber auch dringend benötigen, weil wir immer weniger junge Leute haben, die immer mehr relativ alte Bevölkerung optimal versorgen muss. Dann müssen die Leute, die in medizinischen Berufen arbeiten, sich auch wirklich um die Patienten kümmern und nicht um Bürokratie. Und so viel die artifizielle Intelligenz ihnen abnehmen kann, also je mehr, desto besser. Den Studierenden der DPU wünsche ich von ganzem Herzen, wenn sie nach dem Studium in ihrem Beruf tätig sind, dass sie nicht nur im Fach ausgezeichnet sind, sondern dass sie auch Freude und Begeisterung an ihrer beruflichen Tätigkeit empfinden. Dazu gehören natürlich auch während des Studiums viele Bildungsimpulse, die wir immer einbringen, zusätzlich zum Fachwissen. Aber ich bin fest der Meinung, nur ein Arzt, der auch in seinem Beruf aufgeht, glücklich und begeistert ist von dem, was er tut, kann auch die Patienten entsprechend gut behandeln.